Freitagabend im zweiten deutschen Fernsehen. Klasse, dass Sie alle wieder mit dabei sind zu diesem Thema. Wenn man Pläne für die Zukunft macht, geht man davon aus, dass sich nicht alles verändern wird. Wir setzen darauf, dass wir uns auf ein paar Gewissheiten irgendwie verlassen können. Das Jahr, das hinter uns liegt, hat viele Gewissheiten aufgelöst oder wenigstens ins Wanken gebracht. Im Bundestag sitzen 7 Parteien. Volksparteien sind eigentlich keine mehr. Die Regierungsbildung wird zu einer Zitterpartie. Die Medien werden in Frage gestellt. Alte Bündnisse brechen weg. Einst verlässliche Partner Deutschlands in Europa und in den USA werden zu Kritikern und Konkurrenten. Vertrauen, Wahrheit, Sicherheit. Was ging 2017 verloren? Und worauf können wir für die Zukunft bauen? Das fragen wir uns und diese Gäste. Edmund Stoiber, der CSU-Ehrenvorsitzende, ist sicher, eine große Koalition wäre die stabilste Regierung für Deutschland. Serdar Somuncu, der Kabarettist, erwidert, warum fordert die SPD nicht GroKo ja, aber ohne Angela Merkel? Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF, stellt fest, Deutschland ist instabil in einer Zeit, in der Europa auf Deutschland wartet. Melinda Crane. Für die US-Journalistin bleibt Donald Trump ein großer Unsicherheitsfaktor. Und Sigmar Gabriel. Der Bundesaußenminister warnt. Das zerrüttete Verhältnis zwischen Russland und den USA ist die größte Gefahr für den Weltfrieden. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ich begrüße Sie nochmal sehr herzlich aus der Runde, liebe Zuschauer. Ja, was für ein Jahr. Es war unter anderem auch das Wahljahr in Deutschland. Erste Frage an Sigmar Gabriel. Ist es für die SPD dieses Wahljahr 2017, Herr Gabriel, eigentlich wie immer, irgendein Kanzlerkandidat verliert gegen Angela Merkel und am Ende gibt es eine große Koalition? Also, es gab in der Geschichte der Bundesrepublik auch schon mal Wahlerfolge der SPD. Also es ist nicht wie immer. Aber das war für uns ein schwieriges. Wir haben Landtagswahlen verloren, wir haben die Bundestagswahl verloren. Das ist schon für eine Partei wie die SPD schon... Hab ich, aber so ist das eben. Da muss man sich kümmern, dass es wieder besser wird. Und muss neue Ideen haben. Edmund Stoiber ist bei uns, der ehemalige Ministerpräsident von Bayern und Ehrenvorsitzender der CSU. Herr Stoiber, die SPD will auf gar keinen Fall in eine große Koalition. Sie sagen, das wäre eine stabile Regierung für Deutschland. Was machen wir eigentlich, wenn sich die SPD-Mitglieder in der Befragung dagegen entscheiden? Ja gut, ich meine... Dann muss man noch mal neu schauen. Aber wir sind ja jetzt, und nachdem eben diese Jamaika-Koalition nicht möglich war, bleibt ja jetzt nur die Möglichkeit, für stabile Verhältnisse zu sorgen, politisch stabile Verhältnisse. Und das geht nur jetzt mit der SPD. Ich kann natürlich die Überlegungen, die Gedanken, kann ich voll nachvollziehen. Dass der SPD. Der SPD, die kann ich nachvollziehen, dass sie sehr schnell gesagt hat, dieses schlechteste Wahlergebnis, was wir in der Bundesrepublik Deutschland erreicht haben, 20,5, das zwingt uns dazu, eben das Votum der Wähler anzunehmen und wir gegen die Opposition, eine sehr schnelle Entscheidung. Alle haben natürlich geglaubt, auch die SPD, dass sie in der Opposition ein neues Profil gewinnen kann gegen eine starke Kanzlerin, gegen eine neue Koalition, die ja auch auf neuen Füßen steht, würde ich mal sagen. Dann kam das nicht. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, dass wir ja irgendwann in den nächsten 2 Monaten eine neue Regierung brauchen. Ich würde das nicht mal unbedingt sagen aus den europapolitischen Gründen. Denn ich meine, es gibt immer mal eine neue Situation. Und in Europa ist es gang und gäbe, Herr Frey, dass Regierungen oft mal kompliziert zustande kommen. Ob Sie nach Italien schauen, ob Sie früher nach Frankreich geschaut haben, ob Sie jetzt die Benelux-Staaten anschauen. Ich weiß, dass wir natürlich eine größere Verantwortung für die Entwicklung in Europa haben, als wie jetzt die kleineren Staaten. Aber Sie sagen, das ist gar nicht so schlimm. Und gegebenenfalls machen wir eine Minderheitsregierung? Ja gut, ich meine, das ist sicherlich keine stabile Form. Deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, von unserer Seite, die CDU und die CSU wollen ja regieren, haben immer gesagt, wir wollen die Verantwortung übernehmen. Wir hätten sie auch übernommen mit Grün und mit
mit Gelb. Das ist nicht möglich. Jetzt bleibt für eine stabile Regierung nur die alterfahrene SPD mit ihrem besonderen Krux, dass sie eben, wie wir auch, erheblich verloren haben. Und ich muss einfach mal deutlich machen, ich verstehe das. Denn man muss ja nachdenken, die SPD hat, wie wir auch, an alle anderen Parteien verloren. Woher kam das? Große Frage. Die Frage ist, was ich bei der SPD vermisse, wenn ich das mal sagen darf. Sie haben eine 500.000 Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Und eigentlich vermisse ich das klare Aufbäumen der SPD als frühere Partei der kleinen Leute, die ja massiv zur AfD abgewandert sind, dass man um diese Wählerinnen und Wähler wieder kämpft. Denn die wählen ja wohl AfD nicht anstelle der SPD, weil sie jetzt so überzeugt sind von dem, was die an kruden Ideen haben, sondern aus Protest heraus. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Werden wir gleich besprechen. Genauso viel hat die Union natürlich an die AfD verloren. Das ist auch kein schöner Befund. Insofern muss es sich die Union auch fragen. Serdar Somuncu ist bei uns, Kabarettist, bekannt aus Funk und Fernsehen. Erst dieses misslungene Jamaika-Dating, Serdar, und jetzt das Wiederbeleben einer alten Ehe zwischen CDU, CSU und der SPD. Das ist schwer für das Land, aber eine hohe Zeit für Kabarettisten? Fragezeichen. Ja, eigentlich ein gefundenes Fressen. Tatsächlich wechselt die SPD ja jetzt gerade nahtlos von einer Zwangsehe in eine offene Zweierbeziehung und wünscht sich da ein bisschen mehr Raum und mehr Atemfreiheit auch, obwohl sie es ja eigentlich selbst verschuldet hat. Also diese Haft, in die sich die FDP, aber auch vor allem die SPD begeben hat in den Jahren der Großen Koalition, die hat sich nicht ausgezahlt. Vor allem, wenn man einen Wahlkampf macht, der alles in Frage stellt, was man zuvor 4 Jahre in der Regierung selbst mitverantwortet hat, dann schalten die Leute irgendwann aus und wählen erstmal die für sie, für uns hoffentlich alle nicht bessere Alternative. Ich sehe es wie Herr Stoiber, die SPD muss jetzt dringend sich erneuern, muss auf den Punkt kommen, muss wieder Volkspartei werden. Dazu gehört auch, dass man unangenehme Wahrheiten ausspricht. Dazu gehört auch, dass man Forderungen stellt. Jetzt, wie gesagt, ist eine sehr gute Situation, in der die SPD ihre Forderungen stellen kann. Meinetwegen auch erpresserischer, als sie es bisher tut. Sprich, wir gehen in eine große Koalition, aber nur ohne Kanzlerin Merkel. Ja. Das Problem ist nur, es gibt in der CDU gerade keine Alternative. Und wenn es die gäbe, glaube ich nicht, dass sich die CDU darauf einlässt. Die SPD ist im Moment in einer sehr, sehr schweren Situation. Was die FDP vorgelebt hat, nämlich zuerst zu behaupten, sie wäre koalitionswillig, dann nach 4 Wochen festzustellen, dass sie die Parteiprogramme der anderen Parteien nicht gelesen hat, ist, glaube ich, auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bin gespannt, was passiert. Für uns, wie gesagt, eine goldene Zeit. Yippie. Melinda Crane sitzt links von Ihnen. US-Journalistin, die für die Deutsche Welle für Amerika berichtet, hier aus Deutschland. Melinda, die letzte Verteidigerin des freien Westens, so hat die New York Times Angela Merkel beschrieben nach der Wahl von Donald Trump. Was steht für Angela Merkel aus ihrer Sicht mit diesen Sondierungsverhandlungen, zu denen es nun höchstwahrscheinlich kommt, auf dem Spiel, mehr als ihr guter Ruf? Ich denke, wenn sie tatsächlich das meint, was sie in den letzten Wochen sagt, steht ihr Konzept von führen, also Verantwortung übernehmen. Ich gehöre schon zu denen, die sagen, Deutschland ist im Moment stabil, aber es ist nicht initiativfähig. Deutschland braucht eine Regierung, die wirklich auch Führung und Verantwortung übernehmen kann. Und gerade, ich finde, doch gegenüber Europa. Also Europapolitik ist für mich ein wichtiger Grund dafür, denn Präsident Macron wartet noch auf eine Antwort aus Berlin. Ja, man kann noch 2 Monate warten, das ist ja nicht das Drama. Ja, aber wir wären eigentlich glücklich, wenn es nur 2 Monate dauert. Viele sagen bis ins Frühjahr hinein und das ist eine lange Zeit. Und wenn ich mit Franzosen rede, sagen sie, dieses Fenster bleibt nicht ewig offen. Es gibt bald Wahlen in der EU und da braucht man auf jeden Fall bis dahin klare Initiativen für Europa. Und deswegen können wir keine Zwangsregierung bilden. Zwangsregierung? Nein. Ich hoffe nur, dass beide Parteien jetzt diesen Sprung schaffen. Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, ist bei uns in der Runde. Diese gescheiterten Sondierungsverhandlungen, 7 Parteien im Deutschen Bundestag, ist das in Ihren Augen schon so etwas wie eine politische Krise des Landes? Nein, ich würde überhaupt nicht von einer Krise sprechen. Im Gegenteil,
das Parlament ist breiter geworden und es sind ja auch Kräfte eingezogen, die gefehlt haben, auch gerade in der Auseinandersetzung um die Flüchtlingspolitik. Da war das Parlament auf der einen Seite schwach besetzt und deshalb hat sich ja auch so eine Art außerparlamentarische Opposition bilden können. Die FDP ist wieder da, die AfD ist eine Opposition, die man sich vielleicht nicht gewünscht hat, aber sie muss sich jetzt auch im Parlament bewähren. Das ist noch keine Krise, aber Stabilität, Deutschland ist der Stabilitätsanker Europas gewesen. Klar können die Franzosen noch ein bisschen warten. Ich glaube aber, dass Macron eine einmalige Chance ist. Ist übrigens das Positive, was in diesem Jahr passiert ist, dass sich da ein junger Mann auch gegen eine rechtspopulistische Partei durchgesetzt hat. Aber der wartet schon seit einem Vierteljahr, Herr Stoiber, auf eine Antwort. Und wenn er Pech hat und das scheitert mit den Koalitionsverhandlungen mit der SPD, und ich glaube, es ist noch nicht sicher, dann dauert es vielleicht bis Juni, bis September, wird noch mal gewählt und wer weiß, wie die Verhältnisse dann sind. Also Deutschland ist noch nicht Belgien, aber an dem Punkt waren wir noch nicht, wo wir jetzt vielleicht sind. Vielleicht schauen wir mal. Die innenpolitischen Probleme, die wir heute haben. Der Wähler hat so gewählt und wir haben halt bisher noch keinen Konsens gefunden. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Es hängt übrigens auch damit zusammen, dass die Parteien zum ersten Mal ohne klare Koalitionsaussage sozusagen reingegangen sind. Und jetzt müssen sie sich sortieren, auch zu neuen Bündnissen. Es ist definitiv nicht leicht für die drei Chefs der drei Parteien, CDU, CSU und SPD. Und es wird auch in den nächsten Wochen nicht leichter werden. Sie sollen der Verunsicherung ein Ende machen. Deutschland eine handlungsfähige Regierung bescheren. Es darf ja kein weiter so werden. Also selbst wenn der Weg dorthin führen würde, alles konjunktiv. Ein Neustart mit den alten Gesichtern also? Ausgerechnet mit den drei großen Verlierern? Drei, die statt nach vorn zu schauen, ständig über die eigene Schulter schielen müssen. Seehofer konnte Intimfeind Söder als Ministerpräsident nicht verhindern und ist Vorsitzender auf Abruf. Wie schnell sowas gehen kann, kennt man in der CSU. Die Kanzlerin ist noch alternativlos, aber als Machtmanagerin entzaubert. Die jungen Konservativen in der CDU wollen das Profil schärfen. Das geht nur, wenn man Merkel schwächt. Eine Minderheitsregierung hätte natürlich den Vorteil, dass wir klar sagen können, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen. Und der Schulz-Effekt ist zum Überlebenskampf der SPD geworden. Ein Kampf, der mittlerweile seltsame Blüten treibt. Dieses sogenannte Kooperationsmodell bietet einmal Stabilität, aber es bietet eben auch eine deutliche Stärkung des Parlaments. Diese drei sollen Deutschland zukunftstauglich machen, stehen aber für das Gestern. Peter Frey, wird diese neue Koalition, so sie denn zustande kommt, eine Koalition wirklich der Verlierer sein? Es wird eine Koalition mit geschwächtem Spitzenpersonal sein, das glaube ich schon. Und es zeichnet sich ja auch ab, dass es eine Koalition des Misstrauens ist. Und möglicherweise ist es auch eine Koalition, die aus dem Inneren heraus auf eine Verfallszeit angelegt ist, weil alle sich sagen, naja, das hält zwei Jahre, dann haben die Verhältnisse sich geändert und dann können wir es wieder versuchen und dann wird neu gewählt. Und alle, die jetzt aufseufzen und sagen, es hat die Zeit der harten Auseinandersetzungen gegeben, Kohl, Strauß, Brandt, Wehner, ist das eine Nostalgie, die tatsächlich nicht weiterhilft oder hat wirklich Kontroverse gefehlt, haben Persönlichkeiten gefehlt in diesem Wahlkampf? Definitiv hat Kontroverse gefehlt. Ich würde auch sagen, es hat Überzeugung gefehlt. Mich persönlich hat am meisten gestört und gewundert, dass Martin Schulz eben nicht im Wahlkampf für Europa gekämpft hat. Mhm. Deshalb hat er doch das Amt bekommen. Er kam aus Brüssel, er hatte diese besondere Note. Dass das ausblieb, hat mich sehr gewundert. Aber auch Angela Merkel hat, glaube ich, mit ihrem Slogan, ein Land, in dem wir gut und gerne leben, eben nicht die Befindlichkeit der Menschen getroffen. Offensichtlich war es nicht der Fall. Die Union hat ja, Herr Stoiber, viel verloren, die CSU besonders viel. Ich wäre vorsichtig mit der Deutung des Wahlergebnisses. Ich glaube nicht, dass es eine Wahl war, bei der die etablierten Parteien hauptsächlich als Verlierer hervorgegangen sind, sondern ich glaube einfach, dass sich das politische Spektrum in der Bundesrepublik verändert hat. Erweitert, aber auch verändert hat. Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir in einem Vier-Parteien-Spektrum sind, sondern tatsächlich sind jetzt sieben Parteien im Bundestag. Dass die AfD stark werden würde, das hat sich ja abgezeichnet, auch bei den Landtagswahlen. Und dass sie jetzt im Bundestag ist, finde ich erstmal gar nicht so schlecht, weil wir den politischen Diskurs brauchen und weil wir auch nur auf dieser Ebene uns mit der AfD auseinandersetzen können. Was mich wundert, ehrlich gesagt, ist, dass die Wähler den fatalen Wahlbetrug, den die AfD begangen hat, nicht
gemerkt haben. Denn sich zur Wahl zu stellen, so wie Frauke Petry das macht, um zwei Tage später zu erklären, dass sie den Rücktritt in Erwägung zieht, ist ja eigentlich eine klare Angelegenheit. Mhm. Und so hoffe ich, dass das sich in den nächsten 4 Jahren erledigen wird. Im Übrigen ist es immer noch besser, keine Regierung zu haben, als einen Präsidenten wie die USA. Insofern. Wir gucken vielleicht noch mal auf die CDU-CSU, Herr Stoiber. Unter diesem Aspekt Gewinner und Verlierer der Wahl. Sie sind einsamer Spitzenreiter. Sie haben 2003 eine Ministerpräsidentenwahl in Bayern gewonnen mit 60,7%. Merkt man eigentlich, wenn Macht erodiert? Ja, natürlich merkt man das. Man spürt natürlich, dass vielleicht nicht mehr bei allen die Überzeugungskraft reicht, sie wirklich weiterhin als Wählerinnen und Wähler zu haben, vor allen Dingen natürlich auch als Freunde in der Partei, als Anhänger. Und das ist ja immer auch ein Riesenproblem, das Aufhören. Ich meine, ich habe das ja auch selber nach langen, langen Jahren erlebt, wenn man 20 Jahre in der Staatskanzlei Bayerns war, fast 14,5 Jahre selber als Ministerpräsident und 6 Jahre noch als linke und rechte Hand von Franz Strauß als Generalsekretär und gleichzeitig auch noch als Chef der Staatskanzlei, dann weiß man natürlich, was, wie schwer es ist, aufzuhören. Ja, naja, dann weiß man es, wenn man das ist natürlich immer der richtige Zeitpunkt. Angela Merkel hat ja mal selber in ihrem großen Bericht oder im großen Kommentar zu Helmut Kohl in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, auch immer wieder deutlich gemacht, die Zeit fordert natürlich auch immer wieder eine Erneuerung. Und es ist immer gut, wenn man die Erneuerung selber mitgestalten kann. Das ist nicht jedem gegeben. Ja. Glauben Sie, dass Horst Seehofer einen besseren Abgang haben wird, als Sie ihn hatten damals? Ja, ich... Sie hoffen, ich weiß nicht, ob ich einen schlechten Abgang habe. Ich meine, wenn man nach über 14 Jahren eben sehr schnell dann, wenn man spürt, dass in der Fraktion eben nicht mehr die hundertprozentige Zustimmung ist, dann die Konsequenzen zieht und zurückzieht und zurücktritt. Und es gibt natürlich auch ein anderes Leben danach, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, dass das, was wir, wenn ich das kurz sagen darf, das, was wir jetzt hoffentlich morgen und übermorgen beschließen werden in Nürnberg, jetzt aufgrund der Herausforderung, die wir haben, eine neue Doppelspitze, weil eben, ich wollte nicht jetzt ablenken, dass wir auch verloren haben. Ich habe nur gesagt, die SPD hat ja aus dem Verlust der Bundestagswahl entschieden, wir gehen jetzt in die Opposition. Und ich wollte nur Verständnis für diese schwierige Situation der SPD auch, die wollte ich schon deutlich machen. Aber auch Sie werden Ihre Konsequenzen ziehen. Nein, aber jetzt, schauen Sie mal, diese Koalitionsvereinbarungen, Koalitionsverhandlungen oder die Gespräche mit der SPD, werden natürlich gerade aufgrund des Vorlaufes der SPD, nein, wir auf keinen Fall, und jetzt aus der staatspolitischen Notwendigkeit werden sie getrieben und sind natürlich auch in sich nicht einig, denn da werden ja 3 Meinungen vertreten, also ja, GroKo, dann natürlich eine andere GroKo, dann natürlich Neuwahlen und dann natürlich noch Minderheitsregierung. Das heißt, es ist noch keine Einheit vorhanden, und in dieser Frage, in dieser Phase, Frau Illner, ist es wirklich für die CSU absolut notwendig, den erfahrensten und den stärksten in Berlin auch mit der Aufgabe der Verhandlungen und damit mit dem Parteivorsitz zu betrauen. Und damit sind wir bei der SPD. Ja, ich habe die ganze Zeit gespannt zugehört. Herr Gabriel, jetzt sind Sie absolut. Was ist alles für kurz Experten, nach der Nominierung? Was ist alles für Experten für Sozialdemokratie? Warum sind denn nicht alle mal eingetreten bei uns? Dann kurz wäre alles viel besser. Nominierung von Martin Schulz gab es einen Frühling. Und dann landete die Partei wieder bei 20%. Wann haben Sie eigentlich bedauert, ihm den Vortritt gelassen zu haben mit der Kanzlerkandidatur? Gar nicht, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass damals der Zustand der SPD so war, dass sie ich war da fast 8 Jahre Vorsitzender und habe meiner Partei auch einiges zugemutet. Und da war einfach die Sehnsucht da nach einem neuen Gesicht, der sie führt. Und man merkt das. Da hat der Edmund Stoiber schon recht. Und ich will aber ein bisschen was anderes sagen. Also erstens, ich finde, bei aller berechtigten Hinweise, was Europa angeht, was sind wir für ein glückliches Land? Mhm. Ja.
Wir haben relativ geringe Arbeitslosigkeit, wir haben steigende Renten, steigende Löhne, Haushaltsüberschüsse. Und unsere größte Sorge ist, ob die Kabarettisten genug Stoff haben für das kommende Jahr. Ich will das ein bisschen karikieren. Sie müssten sich Sorge um Ihre Partei machen. Ja, erstmal mache ich mir keine großen Sorgen übers Land. Warum nicht? Es gibt Länder, die haben eine funktionierende Regierung und nicht funktionierende Institutionen. Bei uns ist gerade umgekehrt. Da ist mir dieser Fall ehrlich gesagt lieber. Zweitens, ich glaube, dass weder Neuwahlen noch eine große Koalition noch manche Ideen, wie man eine Regierung bilden kann, das Land hier in die Katastrophe führt. Sondern das ist einfach jetzt eine Folge einer Entwicklung, die wir schon lange vor uns haben. Die Politik zeichnet doch eigentlich nur nach, was in der Gesellschaft längst stattgefunden hat. Wir kommen aus einer Gesellschaft, gerade die Sozialdemokratie, die sozusagen über Gemeinschaft redet, über Solidarität, über kollektive Interessenvertretung. Und wir sind in einer Gesellschaft, die ist individuell, manchmal auch egoistisch. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Individualisierung der Lebensstile sich auch im Parlament wiederfindet. Und ich habe ganz lange zugehört. Ich habe wenigstens einen Satz zur AfD. Die AfD ist, wenn sie ins Parlament guckt, nicht alle Funktionäre der AfD, dann war die früher auch schon im Parlament. Nämlich als Teil der CDU-CSU. Große Teile dieser Partei waren früher der konservative, der nationalkonservative Flügel der Union. So wie übrigens Teile der Linkspartei in der Sozialdemokratie waren. Also es ist nicht so, dass die nie im Parlament waren. Sie wollen sagen, dass die Union irgendwann einen ähnlichen Überlebenskampf führen wird. Es geht nicht um Überleben. Wie die SPD, weil die AfD da ist. Ich glaube, dass wir Zeitzeugen eines Gezeitenwechsels sind. Dass sich das, da haben Sie recht, dass sich das politische Spektrum verändert. Ob das besser oder schlechter ist, werden wir später erst merken. Aber was wir erleben ist, dass wir in der Folge all dessen, was wir an Liberalisierung, an Privatisierung, an Individualität erlebt haben, das jetzt auf einmal sich in der Politik widerspiegelt. Gut, aber die Frage ist, Sekunde. Und dass es schwieriger wird, daraus sozusagen einen Volkswillen zu generieren, der auch zu Mehrheiten und zu einer Regierung führt. Das ist schwieriger als früher. Gleich, Sekunde. Ja. Wir müssen noch mal zur SPD kommen. Und ich merke schon, wie geschickt der Herr Gabriel versucht, daran vorbeizugehen. Nein. Wenn Olaf Scholz, immerhin stellvertretender Chef der SPD, wenn der in einem Interview sagt, wir hätten gewinnen können, dann sagt er auch, nicht die Große Koalition ist schuld, sondern unser Wahlkampf war schuld, unser Kanzlerkandidat war schuld. Also mein Vorschlag ist, wenn Sie jemanden aus der SPD haben wollen, der seine Interviews interpretiert, laden Sie den einfach ein. Naja, die Frage ist, was ist Ihre Meinung? Meine Überzeugung ist erstens, dass sich die Grundlagen für sozialdemokratischen Erfolg komplett verändert haben. Alles, was mal unseren Erfolg in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ausgemacht hat, ist heute verschwunden. Gewerkschaften sind nicht mehr so stark, die Leute orientieren sich nicht mehr auf kollektive Interessenvertretung, ist individueller, das Internet ist eine Echokammer und das finden sie inzwischen bis auf Parteitage der Parteien. Zweitens, das habe ich auch öffentlich gesagt, ich glaube, dass die Sozialdemokratie einen Gerechtigkeitswahlkampf geführt hat, das Land aber ein Stabilitätsgefühl haben wollte. Eigentlich hat Deutschland über Stabilität nachgedacht. Das hat was mit Flüchtlingen zu tun, das hat was mit Fragen von Kontrollverlust zu tun. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns intensiver mit der Frage auseinandersetzen, warum ist es eigentlich nicht gelungen, das rechtzeitig aufzugreifen? Genau, das ist der Punkt. Und wenn ich den dritten Grund noch sagen darf, überall in Europa haben wir ähnliche Entwicklungen. Und ich glaube fast, wir haben auch überall in Europa die gleichen Fehler gemacht. Wir sind auch ein Stück weit der Globalisierung und ihrer Ideologie hinterhergelaufen. Der Markt regelt alles. Wir haben Verbindlichkeiten verloren. Das galt als modern. Und jetzt merken wir, es fehlt an Verbindlichkeit. Wir haben nicht nur das Autoritäre verloren, das ist gut, wir haben auch die Autoritäten verloren. Gut, aber damit widersprechen, da sitzen wir jetzt mittendrin. Damit widersprechen Sie ja Ihrer ersten eigenen Aussage, in der Sie gesagt haben, uns geht es ja wunderbar. Uns geht es gar nicht so wunderbar. Ich habe nur versucht, Ihre Rolle als Kabarettist zu übernehmen. Aber ich als Kabarettist sage Ihnen jetzt mit einem durchaus politischen Bewusstsein, dass Sie sich da widersprechen. Denn gerade das war ja das Problem der SPD, dass sie die Themen, die die Menschen wirklich interessiert haben, die Themen, die die Menschen bewegt haben, nicht in Angriff genommen hat und stattdessen auf einen Wahlkampf gesetzt hat, der den Menschen zu theoretisch war. Sagen Sie mal ein Beispiel. Lassen Sie mich, Sie haben jetzt sehr lange geredet. Sagen Sie mal ein Beispiel. Welche Themen waren das? Das Thema dieser Wahl war die Flüchtlingsfrage. Richtig. Es ging um die Frage, wie integrieren wir diese Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Und da war Angela Merkel in der Tat auch sehr angreifbar. Da hätte die SPD ansetzen können. Leider hat sie es zu spät erst in der Elefantenrunde entdeckt, wie das geht. Das war eine Frage, in der sie auch der AfD große Felder dieser Debatte überlassen hat und wo ich mir gewünscht hätte, dass eine SPD als Volkspartei auch die Interessen ihrer Wähler
vertritt und ernst nimmt und in einen Diskurs geht. Und zwar in einen offenen Diskurs, ohne Angst zu haben davor, dass man dabei politisch unkorrekt ist. Das war eine ganz wichtige Frage. Aber stimme, die Union, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Ja, das ist wunderbar. Sie haben nicht nur Ihrer Partei einiges zugemutet, sondern Ihre Partei hat Ihnen auch einiges zugemutet. Das merkt man jetzt, wo Sie Außenminister sind und eine viel, viel gelassenere Ausstrahlung haben. Ich glaube, dieses Thema Augen auf bei der Berufswahl. Wenn Sie Kabarettist, dann gehe ich in die SPD. Glauben Sie, wie viele kabarettistische Elemente die Politik hat? Das Zweite war, das betrifft Sie tatsächlich jetzt, die Frage Erdogan, das betrifft auch mich. Viele Menschen in Deutschland haben sich gefragt, wie soll unser Zusammenleben weitergehen, das deutsch-türkische Zusammenleben. Und viele, egal woher sie kommen, sie leben in diesem Land gemeinsam, haben sich gewünscht, dass wir eine starke Bundesregierung haben, einen starken Außenminister haben, der in die Türkei fährt und sagt, so lassen wir mit uns nicht umgehen. Und auch dieses Thema hätte die SPD souverän besetzen können. Stattdessen hat sie sich geduckt aus Angst davor, dass sie aus dem Windschatten der CDU heraus nicht genug Wählerstimmen bekommt. Und die Quittung kam dann letztendlich. Wir müssen damit umgehen. Das ist das demokratische Gefüge, in dem wir sind. Und ich sage, ich habe es eben auch ausdrücklich betont, ich finde es gut, dass wir diesen Diskurs haben. Und wir müssen, wenn wir uns diesem Diskurs stellen, abwarten, wer die besseren Argumente hat. Die SPD hatte sie in der Wahl leider nicht. Herr Gabriel, zwei Punkte. Erster, AfD. Edmund Stoibert sagt auch, die Situation jetzt ist eine, die wir in allererster Linie der ungelösten Flüchtlingsfrage zu verdanken haben. Ist das auch in Ihren Augen schicksalhaft für die SPD? Also, erstens würde ich gerne zustimmen, dass in der Tat wir, das nennen die Politologen ja dann Repräsentationsdefizit, das Gefühl, das gelingt uns doch nicht mit der Zuwanderung, hat niemand angesprochen, außer der AfD. Und wem das wichtig ist? Und der CSU, wechselnden... Die Auseinandersetzung kennen. Was wir jedenfalls nicht gemacht haben, da hat er völlig recht, wir haben keine aufgeklärte Debatte darüber geführt. Seehofers Obergrenzdiskussion war eben keine aufgeklärte Diskussion. Und wir hatten Sorge, dass wenn wir es thematisieren, wir sozusagen ins falsche Horn tun. Das ist ja die Wahrheit. Alle? Eigentlich alle. Eigentlich auch hätten wir viel härter diese Debatte führen müssen, Solidarpakt. Was machen wir für die, die kommen? Und was tun wir für die, die da sind, damit die nicht den Eindruck haben... Für Flüchtlinge haben wir Geld, für Renten nicht. Das ist sozusagen, glaube ich, schon Nummer eins. Da stimme ich Ihnen zu. Zweitens, bei der Türkei stimme ich Ihnen nicht zu und schicke Ihnen einfach mal, was Herr Erdogan so über mich erzählt hat. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie da sind? Wie reden Sie mit dem? So sehr, sehr offen. Und das hat ja dazu geführt, dass ich sozusagen auf seiner Hitliste eine Zeit lang ganz oben stand. Als hat ja gesagt, wie ich eigentlich dazu käme. Dieser junge Mann, wie redet der mit mir? Sprechen Sie ihn auf Deniz Yücel an? Immer. Es gibt kein Gespräch mit Vertretern der türkischen Regierung, bei dem dieser Name und übrigens eine Reihe anderer nicht fällt. Das beeindruckt die türkische Regierung aber nur in begrenztem Maße. Nur da stimme ich Ihnen nicht zu, was die AfD angeht. Ja, weil Sie ich glaube, dass die Flüchtlingsfrage sich vom Hals zu schaffen. Das ist zum Beispiel, jetzt müssen wir gucken, ob wir noch irgendwie vernünftig miteinander umgehen. Ich halte das für dummes Zeug, was Sie sagen. Wir zahlen dafür 3 Milliarden Euro, dass die Türkei, dass ihr geholfen wird, die größte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen, die so Länder aufnehmen. Die hat nämlich mehr als wir. Und die sind nicht in Flüchtlingslagern, sondern quer verteilt in dem Land. Und es wird nicht dadurch besser. Gut, aber Sie werden jetzt moralisch. Es wird auch nicht in der Frage, nee, ich bin gar nicht moralisch. Ich sage nur, es wird da nicht besser, dass die Leute sozusagen über Schlepperorganisationen auf griechische Inseln geschafft werden. Das zu unterbinden, halte ich für eine vernünftige, sachliche Lösung. Und wir zahlen nicht Geld dafür, dass wir keine Probleme haben. Sie können das mit einer Bedingung verbinden. Wir zahlen das Geld dann, wenn auch demokratische Standards erfüllt werden. Wir zahlen, sprich, man kann keinen Journalisten inhaftieren, ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, ohne die Gründe dafür zu nennen. Wir zahlen es dann, wenn er die vertraglichen Bindungen einhält, die er übrigens vor dem Fall Deniz Yücel mit uns und dem UNHCR, dem Flüchtlingskommissar, gemacht hat. Ansonsten haben wir die Wirtschaftshilfe für die Türkei reduziert. Eine Vielzahl von Anfragen, wo Sie sozusagen unsere Hilfe brauchen, nicht akzeptiert. Wir haben im Tourismus eine Menge gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir nicht reagiert haben. AfD. Ich glaube nicht, dass die Flüchtlinge der Grund sind für den Erfolg der AfD, sondern sie sind der Katalysator. Sie sind sozusagen der Beschleuniger. Die AfD ist sozusagen der politische Ausdruck eines Teils der Bevölkerung, die mit der Postmoderne, die wir hier haben, nicht klarkommen. Die sozusagen mit unseren liberalen Elitendiskursen nicht klarkommen. Die sich fragen, was ist mit meiner Rente? Warum wird in ländlichen Regionen kein Arzt mehr da, keine Schule, kein Apotheker, nicht mal mehr eine Bushaltestelle? Kennen die uns eigentlich noch? Also ich glaube, die Flüchtlingsdebatte ist ein Katalysator, aber nicht der Grund. Und was wir in dieser Gesellschaft nicht geschafft haben, ist, wir nicht, CDU, CSU nicht, die FDP, die Grünen nicht, mal schauen wir mal. Menschen zu zeigen,
das Land hier ist stark genug, um beides zu können. Mhm. Die, die da sind, nicht zu vergessen und denen, die kommen, trotzdem zu helfen. Das Melinda ist Crane. Das ist das, was wir nicht hingekriegt haben. Darf ich Ihnen vorher eine Frage stellen? Können Sie mir erklären, wie Sie auf die Idee kommen, dass ein deutsches Regierungsmitglied in die Türkei fährt, ohne Deniz Yücel zu erwähnen? Kann ich Ihnen erklären. Ich sehe ja das Ergebnis. Ich sehe, dass Sie mit jemandem gemeinsame Sache machen, der in keiner Weise den demokratischen Standards standhält, die wir in Europa verfassungsgefährdet haben. Wie kommen Sie auf die Idee, wir würden da hinfahren und würden das Thema nicht ansprechen? Präsident Erdogan ist ein Präsident, der gerade darüber debattiert, die Todesstrafe wieder einzuführen. Ja. Sie fahren da guten Gewissens hin. Sie sprechen meinetwegen Deniz Yücel an. Aber wenn Sie wirklich konsequent wären, müssten Sie sagen, passen Sie auf, lieber Herr Erdogan, wenn es hier darum geht, dass wir die Standards, nach denen wir in Europa leben, aufheben müssen, damit wir mit Ihnen gemeinsame Sache machen können in der Flüchtlingsfrage, dann nein. Ja, dann wollen Sie mit denen nicht mehr reden. Nein, natürlich müssen Sie mitreden, aber Sie können doch als Deutschland klare Forderungen stellen. Das tun wir doch. Das würden Sie bei der CSU doch tun. Bei jedem Besuch. Sie machen wirklich ein Zerrbild unseres Verhältnisses zur Türkei. Mir ist es ein bisschen zu... Mir ist es ein bisschen zu defetistisch. Auch Sigmar, wie hier die Volksparteien im Grunde genommen heute qualifiziert werden. Es ist richtig, dass sich die Gesellschaft verändert, dass sie individualisiert ist, dass sie andere Kommunikationsverhalten hat, dass nicht mehr die Milieus so stimmen, wie sie in den 50er, 60er, 70er Jahren. Nur, die Volksparteien haben die Aufgabe, und das ist der Konflikt zwischen CDU und CSU gewesen, der hoffentlich jetzt beigelegt ist. Wir wollen in der Tat eine Volkspartei bleiben und damit natürlich auch den Konservativen, den Ordnungscharakter, der in diesem Lande natürlich in der Flüchtlingsfrage verletzt worden ist, so haben es die Menschen empfunden, dass die Ordnung zerbröselt worden ist, dass Leute gekommen sind, die eigentlich gar nicht registriert waren, etc. etc. Und jetzt kommt der zweite Punkt mit der Obergrenze, die du immer ansprichst. Wir sehen wir es vor der Sendung. Warum haben Sie, darf ich jetzt mal sagen, dass darüber viel zu wenig geredet worden ist? Was ist denn die Herausforderung? Die Herausforderung der Integration, das ist eine Daueraufgabe und die kostet enorm viel Belastung. Darüber aber haben wir nach der dritten, also in der dritten Sendung. Aber das wollten wir eigentlich gelöst haben. Wir haben immer gesagt, und das ist die Auseinandersetzung, hätten wir uns vor der Wahl auf das Papier zwischen CDU und CSU geeinigt, wo man festhält, schaffen tun wir grundsätzlich 200.000 zu integrieren auf lange Dauer. Das sind in 5 Jahren 1 Million. Ja, aber damit zeigen wir ja, dass wir haben versucht, und wir werden das natürlich weiter tun, die Mehrheitspartei zu bleiben und nicht jetzt zufrieden zu sein mit 30. Sekunde, noch mal eine Nachfrage. Frau Crane ist gleich dran. Eine Nachfrage noch an Edmund Stoiber. Und zwar eine ganz fachliche und sachliche. Es gibt diese Vereinbarung jetzt zwischen CDU und CSU. Es gibt diesen atmenden Rahmen. Und es wird abzuwarten sein, worauf sich welche Regierung auch immer diesbezüglich verständigt. Aber es gibt längst eine andere Flüchtlingspolitik. Wenn die durchgesetzt wird, auch zukünftig, ist dann die AfD weg? Das glaube ich, also so schnell weg wird sie nicht sein, aber wir haben eine echte Chance. Ich sage das nochmal, wenn die SPD wieder den Ordnungscharakter auch in vielen Bereichen erkennt und nicht nur diskutiert abstrakt über die soziale Gerechtigkeit, dann hat sie auch die Chance, die Wähler zurückzugewinnen. Und wir wollen das. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir die Mehrheitspartei in Bayern bleiben wollen und die AfD wieder zurückdrängen und einen Großteil der Wähler wieder gewinnen. Aber ich glaube, dass einfach zu viele überhaupt gar nicht den Anspruch erheben, dass sie diese Wähler zurückbekommen können, sondern man will ja liberal sein, man verteufelt die AfD und damit auch die Wähler und das ist für mich der verkehrte Weg. Die Wähler kann ich nicht beschimpfen, weil sie AfD gewählt haben, sondern die Wähler haben in hohem Maße uns nicht mehr gewählt. Ich habe das oft im Wahlkampf erlebt, dass Leute aufgestanden sind und gesagt haben, Herr Stoiber, ich habe Sie immer gewählt, ich habe immer CSU gewählt, aber diesmal wegen der Flüchtlingspolitik wähle ich die CSU nicht. Das habe ich noch nie in Wahlkämpfen erlebt, dass Leute deutlich sagen, sie wählen aus einem ganz bestimmten Grund die CSU nicht mehr. Frau Crane, helfen Sie uns bei der Frage, was da eigentlich verloren gegangen ist. Haben die linken Parteien zu wenig mobilisiert,
oben gegen unten und deshalb heißt es jetzt wir gegen die, also die Deutschen gegen die Ausländer? Oder was ist Ihr Befund? Ich finde auf jeden Fall, dass diese Diskussion über die Wahl in Bezug auf die Flüchtlinge viel zu reduktionistisch ist. Mhm. Da würde ich Sigmar Gabriel auf jeden Fall zustimmen. Ich sehe auch direkte Parallele zu den Trump-Anhängern in den USA und eine absolute Korrelierung. Wir schauen ein Land wie Iowa an. Iowa hat strukturelle Probleme, die sehr ähnlich aussehen wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Eine Entvölkerung über lange Jahre, also eine Agrarkrise über auch Jahrzehnte eigentlich. Ein Verschwund von Jobs, von Sozialeinrichtungen, von Institutionen, sodass die Menschen das Gefühl haben, sie haben keine Hoffnung für die Zukunft. Sie haben das Gefühl, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen selbst. Mhm. Das sind klassische SPD-Themen. Und deswegen die Frage tatsächlich, wie können wir ihnen wieder ein Gefühl für Stabilität, Zukunft geben, ist eine brennende Frage, die man auf jeden Fall, denke ich, als Leitplanke in diesen Sondierungsgesprächen... Herr Gabriel und Herr Frey sind gleich dran. Frage noch mal an Serdar Somuncu. Sie haben im Zusammenhang mit den offenen... Wir können uns ruhig duzen übrigens. Dann duzen wir uns hier einfach... Im Zusammenhang mit den offenen Grenzen. Dass wir es nicht verheimlichen. 2015 gesagt, Serdar, Merkel habe da gehandelt wie Putin oder Erdogan, als sie die Grenzen geöffnet hat. Störte Sie nicht, dass Sie da mit Herrn Stoiber einer Meinung sind? Das stört mich ja seit mehreren Sendungen schon nicht mehr. Ich werde älter und wir nähern uns politisch immer mehr aneinander an. Herr Stoiber eher sich aber mir als ich ihm, habe ich das Gefühl. Ich fand... Also eigentlich hatten wir einen Jahresrückblick vor, wir kleben schon wieder beim Flüchtlingsthema. Das stimmt. Ist leider auch ein Teil des Jahresrückblicks, dass alle Diskussionssendungen immer beim Flüchtlingsthema landen. Aber Sie haben dankenswerterweise schon die Türkei mit reingehauen. Okay. Ich wollte es ein bisschen taktisch geschickter machen. Also A, war das natürlich ein grober Fehler von Frau Merkel und wie ich finde auch eine Missachtung unserer Vorgehensweise, zu sagen, die Grenzen sind offen und wir schaffen das. Und was wir schaffen, das wissen wir noch nicht. Und wie wir es schaffen, das besprechen wir später. Damit hat sie Tür und Tor geöffnet für all diejenigen, die gesagt haben, das geht so nicht. Dublin III zu ignorieren, ohne wirklich mit einer Struktur, und da gebe ich ihm recht, ohne mit einem Plan, den Leuten, den Menschen in Deutschland auch zu erklären, wie wir das machen sollen, trotz aller Verantwortung, ich gebe Ihnen übrigens vollkommen recht, trotz auch der moralischen Verantwortung, die wir haben in der Flüchtlingsfrage, das war ein Fehler. Und wenn wir uns anschauen, was die AfD in ihrem Parteiprogramm fordert, dann sind das genau diese Nahtstellen, genau diese Gelenkstellen, an denen wir, die etablierten Parteien, zu denen ich mich jetzt gerade mal mitzähle, versagt haben, Antworten zu finden und auch manchmal unangenehme Antworten zu finden. Und nur noch ganz kurz zu der Erdogan-Geschichte. Ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie zu lasch sind. Ich glaube auch nicht, dass Sie da hinfahren und klein beigeben. Macht er jedes Mal. Aber ich glaube, dass es klein beigeben? Nein, dahinfahren und dafür kämpfen. Glaube, Entschuldigung, wusste nicht, wie der Satz endet. Ich habe ja verschiedene Formen von Rufen, so, aber den habe ich eigentlich nicht. Das ist uns auch in einer integrativen Form gegenüber den Menschen, die hier in Deutschland leben, besser stehen würde, unsere Werte und unsere Grundsätze mit einer Klarheit Gedanke zu verbinden, ohne dabei falsche Kompromisse zu Gedanke ist angekommen und wir müssen es jetzt trotzdem ein bisschen ordnen. Zwei Punkte. Peter Frey, war es bigott von der Bundesregierung in Bezug auf die Flüchtlingspolitik, dieses Abkommen mit der Türkei zu schließen und zu sagen, die retten uns da und kümmern sich um 3,5 Millionen Leute, wenn die jetzt auch noch alle kämen. Und auf der anderen Seite tatsächlich hier in Deutschland den Anschein zu erwecken, als hätte man alles im Griff? Also ehrlich gesagt, ich finde den Stand der Lösung der Flüchtlingskrise doch gar nicht so schlecht. Also für die Tatsache, dass 1 Million Leute ins Land gekommen sind, sind wir doch dabei, die zu integrieren. Ja. Die meisten sind jetzt schon im zweiten Sprachkurs. Aber deshalb verlieren wir ja die Wahlen, weil wir das alle denken. Es ist aber, reden Sie mal mit, wir dürfen es auch nicht schlechter reden, als es ist. Die Bürgermeister hatten wir hier immer in dieser Sendung. Was die Türkei angeht. Ungefähr heute vor einem Jahr gab es einen Anschlag auf den Breitscheidplatz. Ja. Das ist auch ein Teil des Jahresrückblicks, nämlich der Terror. Aber im Jahr 2017 gab es keinen Terroranschlag. Und übrigens... Doch, in Europa, in der ganzen Welt schon. Ja, aber nicht bei uns hier in Deutschland. Ja, gut, das also ich glaube jedenfalls, dass da bin ich bei Sigmar Gabriel, dass ich an der Flüchtlingsfrage sozusagen ein Lebensgefühl entzündet, der Verunsicherung durch die Globalisierung. Es geht gar nicht so sehr darum, ob die Leute sich jetzt unsicher fühlen. Hm. Aber sie fragen sich, wo werde ich eigentlich in 5 Jahren sein? Wo werden meine Kinder feste Jobs kriegen? Wie ist die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt? Da entsteht natürlich auch so eine Konkurrenzsituation, vor allem am unteren Rand der Gesellschaft.
Und da katalysiert genau die Flüchtlingslage viel. Und darüber ist zu wenig gesprochen worden. Übrigens, Herr Steuer, eins muss ich noch sagen, Bilanz 2017. Dieser Streit um die Obergrenze, bis Mai ging das oder bis April, dann wurde so ein Burgfriede geschlossen. Plötzlich wird nicht mehr darüber geredet, statt über Lösungen zu reden bei der Flüchtlingskrise. Und nach der Wahl ist plötzlich die Lösung da. Na, das war aber eine merkwürdige Inszenierung. Und Herr An der Stelle haben CDU und CSU aber auch keine. Das ist nicht richtig. Ja. Ich meine, genau. Wir haben die Flüchtlingsfrage wirklich zu einem zentralen Thema der CSU gerade auch als Partei gemacht. Und weil wir, Humanität ist die eine Seite, aber völlig klar, aber das andere ist, und das andere ist sozusagen, wie schaffen wir die Integration? Wir haben zu wenig Lehrer. Sie sagen doch heute aber auch, Herr Stoiber, wenn wir das früher getan hätten, würde es ein anderes Wahlergebnis geben. Frau Illner, über die Humanität und über die Verantwortung Deutschlands für die bedrängten Menschen Heimat zu sein oder zu helfen, ist viel geredet worden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist überhaupt nicht geredet worden, welche Konsequenzen eine Integration mit sich bringt. Wenn ich einen Bürgermeister in Hof, wenn der mir sagt, helfen Dritte Sendung 2015, helfen Sie, saßen hier man Bürgermeister. Man muss doch mal diese Dinge ansprechen. Wenn Kinder, wenn Klassen gebildet werden im September, wo 80% keine Deutsch können, dann haben die Eltern deutsch sprechender Kinder Angst, dass sie vielleicht ein Stück abgelehnt werden. Also die Frage geht nochmal. Das sind so kleine Dinge, die vor Ort natürlich gewaltig bedrängen. Diese Diskussion, die wir hier führen, ich sag mal, diese Diskussion der Polyglotten, diese Diskussion der Eliten, diese Diskussion der Erasmus-Generation, die also alle Vorteile sozusagen der globalen Welt nutzen können mit ihren Sprachkenntnissen, mit ihren Erfahrungen. Aber wir haben 40-50% der Menschen, die von diesen Polyglotten-Eliten nicht mehr sich angesprochen fühlen. Er redet sich in einen Rausch. Und das ist für mich genau das Problem der Volksparteien. So, wir versuchen, dass die SPD hat noch mal bei versucht. Der Frage, es gibt diesen Vorwurf, Peter Frey, dass die Menschen die Politik von Angela Merkel kritisch gesehen haben, die Flüchtlingspolitik, dass die sich weder in den öffentlich-rechtlichen Medien, im Rundfunk noch in der Presse wiedergefunden haben in diesem Land. Also das stimmt natürlich nicht. Ich meine, auf der einen Seite wird uns vorgeworfen, wir hätten die AfD groß gemacht, dadurch, dass sie in unseren Sendungen war. Und sie hat natürlich vor allem über die Flüchtlinge gesprochen. Und auf der anderen Seite heißt es, ihr habt Merkel nicht kritisiert. Also das kann ich nicht gelten lassen. Das Fernsehen hat in dieser ersten Phase natürlich diese Willkommensbilder gesendet. Die haben wir ja nicht erfunden. Die waren ja da am Münchner Hauptbahnhof. Und wir haben, glaube ich, ziemlich schnell damit begonnen, die Sache in Frage zu stellen, auf die kritischen Aspekte hinzuweisen. Ich erinnere mich an ZDF-Sendungen, die hießen, wie viel Islam verträgt Deutschland, wie viele Flüchtlinge verträgt Deutschland. Wo ich aber bei den Kritikern bin, Herr Gabriel, und da haben auch Medien und haben auch Journalisten ein Problem. Wir haben vielleicht zu wenig in die Milieus hineingeguckt, die sich verängstigt fühlen. Wir waren zu wenig in den Problemvierteln in Deutschland unterwegs, ob das jetzt der Duisburg ist oder der Dortmunder Norden oder irgendwo in Ostdeutschland. Aber wir haben daraus Konsequenzen gezogen. Und das gehört für mich zur Bilanz 2017. Köln war ein Einschnitt. Köln war viele Medien, die Silvesternacht, wirklich Anlass, selbstkritisch reinzugucken. Aber die Art und Weise, wie wir die Fühler ausstrecken sozusagen und jetzt überall ins Land hineingehen, bis nach Görlitz, wo Arbeitsplätze verschwinden, weil ein Industriekonzern mit Sitz in München sich einen Teufel schert darum, was für politische Konsequenzen das hat, wenn da tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Das machen wir jetzt. Ja. So, und damit sind wir Sekunde bei Sigmar Gabriel. Herr Gabriel, auch bei Ihnen konnte man den Eindruck haben, dass es unterschiedliche Einschätzungen gab. Mal sagten Sie, man muss Verständnis haben für diese besorgten Bürger. Mal sagten Sie, es braucht eine Härte gegen dieses Pack. So haben Sie es selber genannt, als Sie Rechtsextremen gegenüberstand. Wer merkt eigentlich den Unterschied, den Sie machen wollen? Ist relativ klar. Wer Ausländerheime anstecken will oder Leute dort bedroht, der hat sozusagen keinerlei Verständnis zu erwarten. Und was anderes ist mir als dieser Begriff Pack angesichts der Leute, die mir da gegenüber gestanden haben und die kurz davor waren, dass die dort hier Asylunterkunft zu stürmen, nicht eingefallen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es in der Tat die Menschen gibt, die Edmund Stoiber angesprochen hat. Ich meine, es gibt viele Menschen, oder so eine Hitze der Integration, die Hitze der Auseinandersetzung, die spüren wir ja nicht in den gut klimatisierten Räumen der Politik, des Kabaretts oder solcher Studios. Sondern die spürt man, wenn man
sein Kind in eine Schule bringt, bei der jetzt auf einmal die Klassen auseinandergenommen werden, weil sehr viele Kinder dabei sind, die kein Deutsch können. Die führt man, wenn die Stadt alle Wohnungen privatisiert hat und jetzt die letzten verbliebenen preiswerten Wohnungen im Konkurrenzkampf zwischen den Leuten mit niedrigem Einkommen und Flüchtlingen aber vergeben natürlich werden. Ist das Thema spürt man schon. Die Lehrer saßen hier, die Flüchtlinge saßen hier. Doch nicht ihre die nein, die Kreuzberger sondern, Bürgermeisterinnen saßen nein, hier, haben, die genau gesagt haben, die Turnhallen sind voll. Lass uns einfach mal offen, zugeben, dass wir in der Situation, die damals da war, natürlich nicht alles richtig gemacht haben. Was haben wir gemacht? Wir haben die Grenzen aufgemacht, weil wir gesagt haben, wir können die Leute nicht an der Grenze Österreich-Ungarn verkommen lassen. Und wir können nicht Österreich absaufen lassen. Also haben wir gesagt, und sozusagen, wir machen die Grenzen auf, wir sind ein starkes Land, wir schaffen das. Dann haben wir aber keine aufgeklärte Debatte geführt über die Kapazitäten, die man für Integration braucht, sondern wir haben eine sagen wir mal, sehr oberflächliche Diskussion gehabt, die zwischen Obergrenze und Merkels Antwort, dass Asylrecht kennt keine Obergrenze, gelaufen ist. Natürlich kennt das Asylrecht keine Obergrenze, darum ging es aber gar nicht. Sondern es ging den Bürgermeistern und vielen anderen um die Frage, welche Kapazitäten habe ich eigentlich? Für die Zahl von Flüchtlingen, die gekommen ist, braucht man 25.000 neue Lehrerinnen und Lehrer, 15.000 neue Erzieherinnen und Erzieher. Die kriegen sie nicht jedes Jahr. Und darüber haben wir keine aufgeklärte Debatte geführt, sondern wir sind irgendwie in diesem Streit zwischen Obergrenze, das ist ja schon fast AfD, und das Asylrecht kennt keine Obergrenze, das ist dann schon fast Linkspartei von Angela Merkel. Weil die Obergrenze und nie einem als ich versuche ganz neutral zu sagen, dass wir an dieser Stelle eine aufgeklärte Debatte in Deutschland nicht geführt haben. Nicht im Parlament. Zweitens, nicht Deutschland hat ein Abkommen mit der Türkei gemacht, sondern die Europäische Union. Was hier so ein bisschen wenig debattiert wird, ist, dass wir in Europa, selbst mit unserer Flüchtlingspolitik, wir sind natürlich weitgehend vereinzelt. Und ich sage Ihnen in aller Offenheit, wenn ich die Frage stellen muss, ist derjenige, mit dem ich einen Vertrag mache, entspricht der meinen westlichen europäischen Normen oder denen der Verfassung, dann gibt es nicht viele Länder außerhalb Europas, mit denen ich noch einen Vertrag machen kann. Mit Arabien machen Sie aber Verträge, oder? In den USA gibt es die Todesstrafe. In China sterben vermutlich mehr Leute als in der Türkei und den USA zusammen. Also was hält Sie davon ab? Weil wir nicht nur Werte, sondern auch Interessen haben. Und was mich total nervt in der deutschen Debatte ist, dass wir immer mit dem hohen Ton der moralischen und Werte kommen und verschweigen, dass wir Interessen haben. Und das Interesse lautet, wir wollen zu manchen Ländern Wirtschaftsbeziehungen, wir wollen mit der Türkei irgendein Verhältnis finden, weil die nämlich nicht ihre Koffer packen werden. Nein, wir heben überhaupt keine Menschenrechtsfragen aus. Wir sind, glaube ich, in Europa eine der wenigen Länder in Europa und in der Welt, die Menschenrechtsfragen thematisiert. Ja. Ist die Bundesrepublik Deutschland. Die anderen Länder erwähnen es noch nicht mal mehr, sondern fragen uns, müsst ihr eigentlich immer, natürlich nicht öffentlich, aber müsst ihr eigentlich immer schlechte Stimmung machen, wenn ihr damit euren Menschenrechten kommt? Könnt ihr nicht mal aufhören? Das ist doch die Wahrheit. Das ist ja auch wieder ein Widerspruch, weil entweder macht man auf diese moralischen Unterschiede aufmerksam oder aber landet Melinda Crane beim Pragmatismus. Blick nach Europa heute. Donald Tusk sagt, der EU-Ratspräsident, dass es mit dieser Flüchtlingsquote ein großes Scheitern gibt. Und dass eine Spaltung der EU vor uns steht. Das ist auch kein neuer Befund. Aber auch das hat sich in diesem Jahr 2017 offensichtlich gezeigt und verändert. Wir wandern nach Europa. Dass dieses Europa auch kein besonders solidarischer Kontinent ist, wenigstens was die Länder untereinander anbelangt. Wir haben tatsächlich große Risse in Europa und die müssen uns alle eigentlich Sorgen bereiten. Das ist ein Problem, womit Europa fertig werden muss. Umso mehr Grund, jetzt eine Regierung zu haben, die eine tatsächlich kreative, starke Europapolitik machen kann. Denn wir dürfen Osteuropa nicht das Gefühl geben, es sind alles Bürger zweiten Ranges. Also es darf kein Zweiklassen-Europa geben in Zukunft. Das heißt aber lange nicht, dass man einfach alles hinnehmen muss, wenn ein Orbán sagt, ich mache nicht mit bei
Verpflichtungen, die er eingegangen ist. Und dafür haben wir auch den Europäischen Gerichtshof. Mhm. Und diese Fälle werden dort auch verhandelt. Und das ist gut und richtig so. Und aber trotzdem, wir haben eine Spaltung bekommen durch die Spaltung in Europa zwischen Ost und West und in Bezug auf die Flüchtlingsfrage. Was heute Tusk gesagt hat, entschuldigen Sie bitte. Ich meine, das ist natürlich eine gewaltige Aussage, wenn der Präsident Europas... Nicht nochmal wiederholen. Ja, darf ich dann auch noch ganz kurz erwidern, was ich eben sagen wollte. Zum Jahresrückblick gehört ja ein bisschen auch eine Bestandsaufnahme und die Frage, in welchem Land leben wir eigentlich in diesem Jahr 2017? Und Tatsache ist, Sie haben eine Wahl verloren und zwar so wie noch nie zuvor. Und Sie sitzen hier mit Verlaub und tun so, als wäre alles gut gelaufen. Zu einer Auseinandersetzung mit diesem Wahlergebnis gehört auch, dass Sie sich selbst hinterfragen, ob Sie jetzt in der SPD sind oder in der CDU oder in welcher Partei auch immer. Und dazu gehört eben auch diese Frage, wo leben wir und was passiert in diesem Jahr? Wir haben Terroranschläge gehabt, europaweit. Verheerende Terroranschläge. Und das reicht nicht zu sagen, solange es uns hier in Deutschland nicht trifft, ist es egal. Das stimmt. Wir leben in Europa. Nur, und ob nicht Menschen korrekt, in England sterben, in Manchester bei einem Konzern oder ob sie hier sterben, das spielt keine Rolle. Also die andere Frage, die wir uns... Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja gerade dabei auszuführen. Die andere Frage ist, wie gehen wir mit der Flüchtlingsfrage um? Dazu gehört übrigens auch die Frage, wie gehen wir mit Erdogan um? Denn Präsident Erdogan hat in diesem vergangenen Jahr wissentlich auch versucht, die türkische Bevölkerung in Deutschland zu spalten. Das habe ich als türkischstämmiger Mensch erfahren. Es gibt noch nie dagewesenen Hass zwischen Anhängern des Präsidenten Erdogan und Gegnern des Präsidenten Erdogan. Wo führt die Frage hin? Die Frage ist keine Frage, ist eine Ausführung. Und den Eindruck habe ich auch. Ich hätte mir da gewünscht, ja gut, aber Herr Steurer macht ja das Gleiche. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in diesen zentralen Fragen, und da mache ich Ihnen gar nicht die Vorwürfe, die Sie vielleicht hören, genauso wie Sie es eben geschrieben haben, ergebnisoffen, mutig und manchmal auch mit einer gewissen Härte darüber diskutieren, wie wir uns dieses Land vorstellen. Und das war im Wahlkampf aus meiner Sicht sehr zaghaft. Die Parteien haben große Angst gehabt, ihre Wählerkontingente zu verlieren. Und am Ende hat es dann dazu geführt, dass die europaweite Entwicklung, die wir in Österreich auch betrachten können, nämlich dass an den rechten Rändern die Parteien stärker werden, auch in Deutschland plötzlich stattgefunden hat. Also diese Auseinandersetzungen finden auf deutschem Boden statt. Vielleicht kann man diese Frage daraus noch generieren, sowohl um das Referendum von Erdogan als auch die Auseinandersetzungen zwischen also mit uns und der arabischen Welt natürlich und dem, was in Sicherheitsfragen hier passiert, spielen sich auf deutschem Boden ab. Gehört auch das zu einer neuen Realität in diesem Land, dass wir eben nicht mehr außerhalb dieser Konflikte leben, sondern sie finden bei uns statt. Ja, wir bieten natürlich die Bühne dafür und gerade die letzten Vorkommnisse hier in Berlin am Brandenburger Tor mit den Demonstrationen, was aufgehängt an die Jerusalem-Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, zeigt ja, dass wir plötzlich den Nahostkonflikt und ein Stück Antisemitismus am Brandenburger Tor haben, was man natürlich nicht akzeptieren kann. Ich will aber noch ein Wort zu Europa sagen. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und zu den Ereignissen 2017, die wirklich bestürzend sind in Europa, gehört, dass europäische Länder sich von Grundwerten des Westens entfernen, indem sie zum Beispiel die Befugnisse von Gerichten außer Kraft setzen. In Polen. Solidarität heißt im Moment vor allem, dass Milliarden immer noch in diese Länder fließen und dort eine großzügige Infrastruktur aufgebaut wird, was auch richtig ist, wovon die deutsche Wirtschaft ja auch profitiert. Aber was ist eigentlich mit den europäischen Werten? Und Solidarität kann keine Einbahnstraße sein, sondern das muss immer in beide Richtungen funktionieren. Was soll das heißen, Herr Blei? Ich meine, was soll das heißen? Wir Deutsche haben bestimmte Grundwerte gelten in den Staaten Aber Sie müssen doch mal registrieren. Wir haben eine große Verantwortung, denn es waren die Deutschen, die gesagt haben, die Chance sozusagen des Auseinanderfalls des Ostblocks zu nutzen und unabhängig von irgendwelchen Kriterien alle von den Polen zu den Tschechen, zu den Slowaken, den Rumänen, den Bulgaren, ob die Kriterien jetzt gepasst haben, aus politischen Gründen haben wir diese Länder reingeholt, Gott sei Dank, und haben damit Europa wieder vereinigt. Das ist absolut richtig. Aber wir meinen so, dass die genauso ticken
wie westeuropäische Staaten. Und wenn Sie jetzt sagen, die Souveränität unseres Landes sagt, wen wir aufnehmen wollen oder nicht, dann muss ich mit denen reden, aber ich kann ihnen nicht eine Quote sozusagen vorgeben, wenn ich bei der Öffnung der Grenzen, das ist das Entscheidende, das bleibt doch der Vorwurf, bei der Öffnung der Grenzen sind die Europäer, sind außer den Ungarn und den Österreichern, ist niemand gefragt worden. Danach mache ich die Quote. Das schafft dann diese Widerstände in Osteuropa. Aber es ist auch gar nicht Ost und West, machen wir uns doch nichts vor. Es sind die französischen Sozialisten und Konservativen, die uns damals gesagt haben, naja, dass ihr wirtschaftlich führt in Europa, daran haben wir uns ja gewöhnt. Dass ihr seit längerer Zeit auch politisch führt, das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt wollt ihr auch noch moralisch führen. Der Vorwurf war doch, das war gar kein Unterschied zwischen Ungarn und Frankreich oder zwischen Polen und Frankreich. Auch die Franzosen fanden unsere Flüchtlingspolitik schräg. Und natürlich ist es so, dass die Auseinandersetzung in Europa jetzt eigentlich zeigt, dass wir eben nicht alle die gleichen Auffassungen für Europa haben. Es ist, wird ja viel über die Frage des Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten geredet. Das wäre ja schön, wenn es um unterschiedliche Geschwindigkeiten ginge. Dann geht es nämlich nur um die Frage, wer geht wie schnell in welche Richtung. Die Wahrheit ist, dass wir in Europa ganz unterschiedliche Richtungen haben und es viel Kraft kosten wird, da wieder zusammenzufinden. Und in der Justizfrage teile ich Ihre Auffassung. Ich will noch mal eine Bemerkung machen zu Polen. Polen ist ein Land, das 150 Jahre nicht existiert hat. Dann ist es 1918 neu entstanden. Dann haben die Deutschen und die Russen sich verbündet und haben mit dem Hitler-Stalin-Pakt Polen wieder ausradiert. Dann entstand es neu, aber unter sowjetischer Kontrolle. Eigentlich gibt es ein freies Polen erst seit ein bisschen mehr als 25 Jahren. Dass dieses Land mit bestimmten Vorstellungen von Liberalität anders umgeht als wir, das ist völlig normal. Wir tun immer so, als hätten wir die Liberalität erfunden. Meine Mutter hat noch gelebt in einer Zeit, in der sie ihren Mann, meinen Vater, fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Sie durfte kein Konto eröffnen ohne Zustimmung ihres Mannes. Bei uns wurden zwischen Katholiken und Protestanten in der Schule die Tische getrennt. Wenn wir 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wäre einer zu uns gekommen und sagen, die gute Nachricht der Woche ist, ihr nehmt mal ein paar hunderttausend Flüchtlinge auf. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir nicht genauso reagiert hätten wie die Polen heute. Und das heute gibt und es eine ganz andere nicht. Situation. Ja, nochmal. Herr Frey, weil ich ahne, dass sowas immer... Das heißt nicht, dass ich das richtig finde. Ja. Mhm. Ich versuche nur zu erklären, warum in Europa sich Länder unterschiedlich entwickeln, weil sie eine unterschiedliche Geschichte, eine unterschiedliche Auffassung haben. Wenn wir das zusammen haben wollen, dann reicht es nicht, immer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern muss man als ersten Schritt versuchen, nicht das zu teilen, was der andere macht, aber zu verstehen, warum denkt er eigentlich so. Und was mich aufregt ist, dass wir nicht mehr den Versuch unternehmen, zu verstehen, warum der andere so ist, wie er ist, nicht um seine Meinung zu teilen, aber den ersten Schritt mal zu begreifen, der Brandt hat das mal Compassion genannt, sich zu überlegen, warum ist denn der so, wie er ist. Die Diskussion führen müssen, die du jetzt führst, die hat die SPD nicht geführt. So, aber dann gab es ja einen Volksfrieden. Das war genau unsere Diskussion. Wir beide hätten gegeneinander kandidiert. So. Das ist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Und dann ist da noch mal die Frage, warum er eigentlich nicht angetreten ist. Aber gut, das heben wir uns für eine andere Sendung auf. Herr Gabriel, die Frage noch eine in die Zukunft. Wenn Sie nun sagen, was Sie dieses Jahr 2017 lehrt, ist, dass wir uns auf Europa besinnen müssen. Macron, wir müssen endlich auf die französischen Fragen antworten und Europa muss kräftiger und entschiedener werden. Haben Sie gerade ein ganz anderes Bild gezeichnet? Weil die immer noch leiden, sind die Griechen, die Italiener, bisschen die Spanier, weil mit denen sind wir auch nicht solidarisch, wenn wir uns in die Polen hineinversetzen, in Bezug auf die Flüchtlinge. So, warum kann und wie kann die Antwort der Bundesregierung sein und aussehen in Bezug auf das, was Macron vorschlägt? Wie sehr soll das eine Einheit werden, wenn sie sich genauso darstellt, wie Sie gerade sagen? Ich glaube, dass es in der Tat nicht anders geht, als dass man sich darüber im Klaren ist, warum andere in Europa anders denken als wir. Das ist mal der erste Schritt. Okay. Der zweite Schritt ist, der Vorteil von Macron besteht darin, dass er sehr konkret
Dinge anspricht und vorschlägt, von denen ich glaube, dass die Europäer insgesamt davon überzeugt sind. Er sagt, lasst uns einen gemeinsamen Grenzschutz machen. Er sagt, lasst uns gemeinsam Terror bekämpfen. Er sagt, lasst uns aufhören, die Arbeitnehmer ständig gegeneinander in Stellung zu bringen. Lasst uns aufhören, an sozusagen Umweltstandards, Löhne, Sozialabgaben immer gegeneinander auszuspielen. Wir wollen ein Europa, das schützt. Lasst uns aufhören, dass die kapitalkräftigen Unternehmen Steuern hinterziehen können. Ich finde, dass er sehr konkrete Beispiele nennt, die erstens die Europäer überzeugen werden, das zweitens Europa zusammenführt, und er macht etwas, das wird länger dauern. Er beginnt uns Vorschläge zu machen, wie Europa als weltpolitischer Akteur agieren kann. Das haben wir nämlich nie gelernt. Wir haben immer, Europa ist gegründet nach innen. Frieden nach innen zu schaffen, Wohlstand nach innen zu schaffen. Und zum ersten Mal werden wir Interessenvertreter der europäischen Bürgerinnen und Bürger nach außen werden müssen. Und das ist der erste europäische Staatsführer, der das zum Thema macht. Und ich finde, er hat recht. Aber eure Antwort darauf zu teilen, die Antwort deines Vorsitzenden. Er will 2025 einen europäischen Bundesstaat. Der wird Edmund Stoiber gleich wieder verrückt. Und wer da nicht mitmacht, der soll dann draußen bleiben. Das ist geradezu ein antieuropäischer Vorschlag, gemessen an der Situation vieler Länder. Wir haben 60 Jahre gebraucht, aus Europa der 6, Europa der 9, Europa der 12, der 15 und der 28 zu machen. Ein solch radikaler Vorschlag. Die Länder bekommen Angst. Sie wollen sozusagen keinen Bundesstaat, sondern sie wollen zusammenarbeiten. Antworten lassen. Wir müssen leider auf darf ich kurz sagen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch für die ersten 10 bis 15 Jahre überhaupt keinen Wirtschaftsminister hatten und auch keinen gemeinsamen Haushalt. Wir haben 100 Jahre lang über Föderalismus zerstritten. Also Vereinigten Staaten von Europa muss nicht heißen, aber ich hab da wenig dass alles gleich föderalisiert wird. Weißt du, Solidarität. Das kam viel später. Das war kein Anfang. Also die Solidarität zwischen Kalifornien und Iowa ist geringer als Lieber Edmund Stoiber und England. Es gibt ja erstens keinen Bundesstaat gefordert. Er hat die Vereinigten Staaten von Europa gefordert. Und jetzt, weil in der Politik wird immer gesagt, Politiker, ihr habt keine Vision mehr, ihr habt keine Vorstellung mehr. Jetzt hat einer eine. Jetzt fallen wir alle mal über ihn her. Definitiv nicht die Vision von Edmund Stoiber. Er hat nichts anderes gesagt, als dass Europa gemeinschaftlich nach außen handeln muss. Und das ist dringend nötig. Er hat einfach recht damit. Dazu braucht er keine Vision. Ein europäischer Staat. Positive Initiative jetzt am Ende dieses Jahres, die wir vielleicht hier erwähnen können, genau in diesem Zusammenhang. Diese neue PESCO, also eine Initiative für gemeinsame Verteidigung und Sicherheit, die auch osteuropäische Länder jetzt mit einschließt. Und wir müssen das, und ist das ein, wir müssen leider Schluss machen. Ja. Die kleine Fragerunde mit einer schnellen Antwort. Im Lichte des nächsten Jahres, wenn wir uns Ende des Jahres 2018 hier wieder treffen, wovon ich fröhlich ausgehe, welche Bundesregierung haben wir dann, Serdar Somuncu? Ich bin dann der nächste Kanzler. Weil ich habe nicht erwähnt, dass er tatsächlich Kanzler werden wollte mit der Partei. Dazu kam es irgendwie nicht. Mit einem inhaltlosen Programm wie die SPD übrigens. Joi. Frau Crane, was glauben Sie? Ich denke, wir haben eine große Koalition. Wir haben eine große Koalition. Herr Stoiber. Ich glaube auch, wir haben eine große Koalition unter der Führung Angela Merkel. Aber diese Koalition hat sicherlich große Herausforderungen in Europa und in Deutschland zu bewältigen. Keine Frage. Und Sie sind Finanzminister dann, Herr Gabriel? Nee. Ja, ich bin froh, wenn wir der Regierung kamen. Wenn er Kanzler wird, dann werde ich Kabarettist. Das ist doch schon mal eine schöne Version. Peter Frey, Ende des nächsten Jahres haben wir eine Bundesregierung, die wie aussieht? Ich glaube auch an die Große Koalition, Angela Merkel als Kanzlerin. Die Rolle von Sigmar Gabriel im Kabinett, da bin ich gespannt. Martin Schulz, und man wird darüber reden, wie lange die Regierung noch hält. Wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Meine Güte. Uff, erst mal wieder tief Luft holen. Markus Lanz macht sofort weiter. Bunt und in Farbe hat unter anderem Markus Spreng zu Gast. Und dieses war die letzte Sendung. Und Markus Söder und Michael Spreng, wollte ich sagen. Daraus ist jetzt Markus Spreng geworden. Das ist nicht gut. Michael Spreng und Markus Söder, bleiben Sie einfach dran. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 11. Januar wieder. 3:1. 22.15 Uhr, Donnerstagabend. Dieses Programm, kommen Sie gut übers Jahr. Vielen herzlichen Dank. Danke dieser Runde. Meine Güte. Vielen herzlichen Dank.